schneller, ne? Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute gemeinsam mit Heiko, Jonas und Till im Harz unterwegs. Diesmal besuchen wir eine Klinik. Jonas und Till sind draußen, Heiko ist mit reingekommen, der steht neben mir, der ist ganz in Rage, das ist sein zweiter geschlossen Place. Wer da sieht noch nicht. Heiko, wie ist deine Stimmung hier drin? Angespannt. Du bist angespannt, ne? Angespannt. Ja. Kann uns von draußen sehen. Ja, man kann uns von draußen sehen. Die ganze Stadt kann uns sehen. Die ganze Stadt kann uns sehen. Eben konnte mich auch die ganze Stadt sehen. Endlich kannst du so entspannt sein. Wieso laufe ich da nicht ständig durchs Bild? Das ist schlimm. Ja, ist eine Kurklinik. Seit circa 2 Jahren lost. Und ja, wir schauen einfach mal, was das Ganze mit sich bringt und was wir so finden. By the way, sitze ich hier ziemlich gemütlich in diesem Zimmer. Ich buche mich hier ein. So, hier gerade noch die Anmoderation gemacht. Hier ist ein Spiegel, hier bin ich. Da ist Heiko. Und hier haben wir einen Ausblick auf die wunderschöne Stadt. Ja, ein Tischchen, ein Stühlchen, ein Gemälde und ein Bettchen mit einem Telefon und einem Radio. Wir sind jetzt hier im Haus B müsste das sein oder Haus C oder irgendwie so. Hier sind nur Zimmer drin. Hier vorne geht es ins Treppenhaus. Hier sind Eimer aufgestellt, weil es vermutlich mal durch die Dachluke hier durchgetropft hat. Mal schauen, hier Personalraum, Haus A. Stinkt drin nach Putzmitteln. Da sind Putzmittel und noch ein bisschen Kackpappe. Und Packstation. Aber sonst leer. Na dann. Aufzug. Ah, kommt er noch? Ah, blinkt nur noch nach, sprich wurde deaktiviert. Und da unten ist der zweite Teil der Klinik, in den wir gleich runtergehen werden. Als kleinen Nachtrag wollte ich nur noch mal erwähnt haben, dass diese Klinik aktuell ausgeräumt und vollständig entkernt wird. So, jetzt sind wir in der 6. Etage. Gehen weiter runter in die 5. Das Gebäude ist halt nur Patientenzimmer. Ich war letzte Woche schon mal hier drin, aber war nicht gefilmt. Und ja, gehen wir mal in die nächste Etage runter. Jetzt müsste die 4 sein, logischerweise. Hier mit dem Balkon zwischendrin im Flur. Hier kann ich euch mal kurz zeigen, da oben hängt ein Router, der leuchtet auch noch grün, sprich Strom geht noch, uralter Internetanschluss. Und weiter runter, 3. Etage, hier liegen Kleiderhügel. Immer und immer weiter runter, ist ja schlimm hier. Haus A, 2. Etage, wo es hier hingeht. Ah, ist der Stinkeraum. Boah, hier riecht es kräftig, ekelhaft, schimmelig drin. Da wirst du ganz benommen von. Alte Tastatur, alter PC-Tisch, Kabulage, noch mehr Kabulage, Schublade. Leer. Ja. Gehen wir mal weiter runter, ne? So, jetzt geht's runter ins 1. Geschoss. Hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Fernseher und Gruppenräume haben wir hier links. Schauen wir doch mal, was wir da finden. Hier im 1. Raum zur Rechten. Bettwäsche. Matratzen, Stühle, der Boden ist auch raus. Hier links noch ein Schrank, Leihbücher. Auch alle weg.
Gehen wir hier nochmal nach rechts rum. Stehen so ein paar Säcke getürmt und ein paar Stühle, aber sonst auch nicht mehr. Ja, eine Leiter. Ganz entspannt gerade, ey. Tiefenentspannt, endlich mal wieder ein geschlossen Place. Kann ja mal schauen. Da kam in der Tat noch was raus. Da muss ich doch mal gleich hier meine Hände desinfizieren. Also, nichts geht über Desinfektion, Leute. Also, muss sich die Hände ja schon mal desinfizieren, wenn man hier ist, ne? Kurz einziehen lassen, ne? Lassen wir es mal schnell einziehen. Es riecht so schön. Runter ins nächste Geschoss, die Damen und Herren. Und somit auch in die Eingangshalle. Na, wie viel Kilo hängen dran? 10 Kilo hängen dran. Schauen wir mal. Sollen 10 Kilo sein? Ist doch fake. Leute, die 10 Kilo sind fake. Kann ich ja als Lauch mit meinem linken Arm ohne Probleme 100 Mal machen. Hier stehen Feuerlöscher, da geht es in die Niederspannung, also in die Elektroräume. Diät- und Ernährungsberatung abgeschlossen. Da geht es zur Heizung runter. Ich weiß nicht, ich muss euch das mal hier hinhalten, dann hört ihr es vielleicht. Ich glaube, man hört es. Und hier noch ganz wichtig, hier geht es runter zum Haus B. Gehen wir doch mal hier lang, nicht? Hier ist warm, ey. Hier ist richtig warm. Letzte Woche hier drin war mit mir, der war einen Tag später nochmal hier, hat sein Video auch schon hochgeladen, ist unten durch diesen Übergang, Untergang, whatever, wo ich gerade gefilmt habe, wo ich gesagt habe, dass er da nicht durch sein kann, weil die Tür fest zu ist, abgeschlossen, whatever. Das ist ziemlich scheiße, weil so kommen wir jetzt hier nur ins Zimmergebäude, das lohnt sich nicht. Da müssen wir jetzt nochmal schauen, ich gucke gerade, ob ich irgendwo Schlüssel sehe, aber pff. Fehlanzeige. Das ist ziemlich scheiße. Also, ja. Heiko steht draußen. Ich zeige euch das mal. Da steht Heiko. Telefoniert jetzt mit dem Gärtner. Also, dem Gärtner. Ja, es ist unser Gärtner 3. Telefoniert jetzt mit dem Max und fragt halt nach. Können wir mal hier kurz nach draußen gehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, kritische Situation. Ich muss mich erstmal hinsetzen hier. Ne? Nachdem ich gerade mit dem Max telefoniert habe, bin ich jetzt hier in der zweiten Klinik drin. Die hatten hier links eine offene Tür gehabt. Der Witz der Sache ist, bevor ich hier reingegangen bin, ist draußen ein Auto vorgefahren. Hier links nebenan ist noch eine verlassene Klinik. Und das war die Eigentümer von der Klinik. Ich habe jetzt die Nummer von denen. Das war ein älteres Ehepaar. Ich habe mich ein bisschen mit dem unterhalten und so. Es ging darum, dass die einen Kollegen von uns, der gestern in diesem Sanatorium drin war, also in dem anderen hier, Kollegen von uns auch ein Video überwachen haben, dass die alles Mögliche von ihm haben und haben halt gefragt, ob ich ihn kenne und so weiter. Ja, für ihn sieht es schlecht aus. Letzte Woche haben sie Leute hochgenommen, 4.500 Euro dürfen die zahlen. Ja gut, ich weiß nicht, ob die jetzt richtig deinen Namen hatten, da an deinen Vornamen wussten sie. Aber dein Video hatten sie auch, mein Junge. Lad dein Video nicht direkt hoch, nachdem du drin warst, wenn du Scheiße da drin gebaut hast. Sicherheitsdienst triggern und so. Also ihr müsst mich hier nochmal kurz, ja hier, ich bücke mich nochmal für euch.
Ich bin kurz aus dieser Perspektive betrachten. Ich bin übrigens alleine hier drin, weil Heiko Schiss hatte. Oh. In unserem komischen Zimmerchen. Oh, ey, voilà, da sind wir wieder. Ups. Und auf geht's, ab geht's, los geht's. Hier im Flur. Wir waren gerade im Zimmer und jetzt sind wir im Flur. Ich suche mal ein Treppenhaus. Tiefenentspannt bin ich gerade. Achso, ich zeige euch mal. Da oben ist die andere verlassene Klinik, wo die Besitzer halt gerade davor stehen. Hier sind alles nur Zimmer. Was ist das hier? Reiswolf. Putzutensilien. Kümmert sich doch noch einer drum. Kannst mir doch sonst was erzählen. Bitte sei offen. Ah ja. Geil. Architektonisch ganz schön gemacht hier. Also so zwischendrin ganz in Ordnung. Siebte Etage. Gehen wir mal runter. Sechste Etage. Haus C. Ich bin in Haus C. Ich möchte aber in Haus B. Ich bin leicht verwirrt. Lasst mich verwirrt sein. Arbeitsmedizin. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Alter. Alter, Leute. Fragt euch, was hier gerade so brummt. Wieso geht hier ein Kabel rein? Ich frage einfach nicht. Da brummt ein Server. Heidewitzka. Der ist noch an. Stehen Stühlchen. Was haben wir denn hier alles an Magazinen? Falstaff. Ein komisches Zeus halt. So typische Krankenhausmagazine von. Ja, wo war es da? Februar bis März 2018. Dann wurde das wahrscheinlich auch um den Dreh dort verlassen. Hier haben wir den EDV-Technik-Postraum. Na, brauchst eine Keycard. Oh, was haben wir denn hier? Ein Fitnessraum. Noch schön gut intakt. Sehr geil. Ja, ein Trampolin haben wir auch hier drin. Hier haben wir Boxen stehen. 160 Watt Multicolor Display. Sehr geil eigentlich. Da ist ein Gymnastikball. Interessant. Krass, dass das noch alles hier drin ist. Dass die Server noch laufen, wundert mich vor allem. Hier oben diese Röhrentechnik, richtig hässlich. So, gehen wir vom Gymnastikraum mal nach hier. Hier haben wir so einen Personalraum. Ein Tisch, hässliche Tischdecke. Was haben wir hier? Das ist so ein Kühlschrank, ne? Ja, genau, und eine Minibar. Und ja, Verbandstuch, Buch, Print Cartridge. So ein paar Sachen drin, hier ein Rollwagen. Sonst auch nicht wirklich viel. Telefonanschluss. Ja, was haben wir hier? Na, wahrscheinlich die Ankleide dann fürs Personal. Hier haben sie ihre privaten Sachen im Spind eingesperrt, eingeschlossen. Da dann so ein Bad. Haben sie sich hier halt in ihre Arbeitskleidung geworfen oder halt dieser Gang hier mit diesen Stühlen. Sieht so ein bisschen aus, ja, wie an der Uni, so in so in den Hörsälen diese Bänke mit Tischen oder, ja, keine Ahnung. Das ist nicht so ein typischer Wartezimmerflur, wie ihn andere Kliniken haben. Die haben da so eine Sitzecke dann, aber da sind das ja einfach nur langgezogene Dings hier. Solche komischen Stühle, die du von der Wand klappst. War hier auch nochmal. Und hier ist wirklich durch dieses gesamte Gebäude diese hässliche grüne Leuchtleiste durchgezogen. Gott, ist das hässlich. Oh, oh, oh.
Mhm. Sogar noch Aktenordner da. Na, Hammer. Was haben wir hier? Oh, hier sind noch betriebliche Sachen tatsächlich drauf eingetragen. Das ist krass. Das ist echt krass. Und hier dann so ein Sonnenbild. Eine Sonne in Sand gemalt. Hier wieder ganz viel Kabellage. Computer haben sie schon geklaut wahrscheinlich. Da auch noch ein Bild. Und so ein typischer Arztrollstuhl. Ach ja, hier hat sie dann wahrscheinlich da ihren Computer gehabt. Ihre Assistentin hat da mitgetippt, während sie dann hier mit den Leuten, die einen Psychiater, Psychologen, inwiefern auch immer brauchten, dann geredet hat. Drücken. Drücken wir doch einfach mal. Was ist das hier? Wieso ist hier so viel Licht? So, gehen wir mal nach hier. Hier waren wir noch nicht. Hier riecht's. Wie riecht's hier? Hier riecht's steril. Ein Krankenhäuser so an sich. So eine Sitzecke. Hat so eine Sekretärin oder ein Rezeptionist gesessen. Büro. Auch nichts mehr drin. Sprinklerin auch raus. Hier ein paar Stühlchen. Kleine Sitzecke hier. So ein Wartebereich. Oh, hier Rotlicht. Hier ist kein Rotlicht mehr. Medizinische Wanne. Geil. Hier sogar noch Ölwart, Kamille, Rosmarin, Heublume. Cool. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Krankenbett. Geil. Boah, das sind keine schlechten Dinger. Die waren hier recht modern. Krankenbett, Tisch, Stuhl, Regal mit Hanteln da drin, solche Gewichte. Für die Hand zum Trainieren halt. Gehen wir erstmal nach hier. Einzelgymnastik. Na gut, so gut wie leer eigentlich. Hier eine Sprossenwand, aber sonst nicht mehr viel drin. So Leute, ich bin jetzt hier einen anderen Flur entlang gegangen und hier steht Sporthalle. Da sieht man einer an, wo wir sind. Sporthalle. Kommt man denn auch in die Sporthalle rein? Die ist jetzt zu sein, genau. Sporthalle ist abgeschlossen. Schade. Das wäre jetzt so das Highlight gewesen, glaube ich, an dem Gebäude. Ich weiß nämlich nicht, was es hier sonst noch gibt in dem Teil. Ich glaube, da wäre die Sporthalle schon ein wesentliches Highlight. So, gehen wir aber mal weiter nach unten. Tut mein Rücken langsam weh, mein Rucksack ist schwer. Ich laufe schon seit Stunden mit dem Ding auf dem Rücken, aber nur so wahllos, sinnlos und doof durch die Gegend. Haus B. War ich nicht eben noch in Haus C? Ich bin leicht verwirrt. Tagungsraum 2. Tagungsraum hört sich immer gut an nach Einrichtung. Aber jetzt aber. Die Lüftung vom Pott läuft. Schauen wir mal, was es hier zum Tagen gibt. Office. Das sieht mir hier eher nach Patientenzimmern aus. Aha. Obwohl, nee, hier hängt ein Kabel runter. VGA und Strom, sprich Tagung war hier. Ich nehme mal von diesem Tagungsraum weiter in diese Richtung. Vielleicht ist da noch ein anderer. Steht auf jeden Fall eine Couch und ich glaube ein Kopierer, nee, doch. Nee, ist das so ein Schredder, ne? Ich glaube, das ist so ein Papierschredder. Bitte nicht stören, bitte nicht stören. Ja, wollen wir wetten, dass hier jetzt wieder Haus C stehen wird? Hier steht jetzt safe wieder Haus C. Ja, Haus C, meine Damen und Herren. Fünfte Etage erst. Das Ding ist riesig. Hier gibt es ziemlich viel zu entdecken. Was haben wir hier? Auch wieder nur Zimmer, ne? Hier brennt Licht. Hier ist kühl. Hinten ist wahrscheinlich so ein Notausgang, genau.
Dritte Etage. Gehen wir mal nach ganz unten. So Leute, hier ist der erste Tagungsraum. Den habe ich gerade gefunden beim Runtergehen. Da hängt sogar noch ein Beamer. Der ist bald wahrscheinlich weg. Was liegt hier noch an Technik rum? Steht ein Subwoofer. Ist hier sonst irgendwelche hochwertige Technik? Yoro HD DBVC Receiver. Irgendwelche Leute würden das Ding safe mitnehmen. Whiteboard-Marker. Ganz schön warm hier drin, ey. Aber sonst wenig. Sogar ein Acer-Ding. Irgendwelche Leute würden das klauen. Bin ich mir ganz sicher. Deshalb ist bei solchen Locations immer wichtig, Pixeln nicht weitergeben. Was ist das denn da? Irgendwas von Cisco. Ach, Cisco WLAN-Gedöns. Was ist das denn hier? Zugestellt. Ein alter Rechner. Doppelter Netzteilanschluss für die Erdung noch. Gott. Alt. Aufenthalt. Müssen noch richtig spannende Parts sein. Mich wundert, dass die Klinik keinen Pool hat oder einen Gastbereich oder so. Den ich zumindest noch nicht gefunden habe. Jetzt bin ich wieder im Haus B. Ja, hier, Haus B. Runter hier. Wie viel Etage bin ich hier? Erste Etage. Oh, die Damen und Herren, Untergeschoss. Mystisch. Jetzt steht ein Rollstuhl und ein Rollator. Gott, ist das Ding groß. Was haben wir hier? Drehstühle, Drehstühle, Drehstühle. Hier waren mal Pflanzen. Behandlungsliegen. Ah, Haupteingangsbereich bin ich. Hier stehen deren ganzen Geräte. Hier liegt ein PC. Deren ganze IT und so. Warum lassen die das denn einfach hier liegen, ey? Sind die doof? Warten wir ab, bis das geklaut ist. Genauso wie der Monitor hier. Und der da auch. Die guten Acer. Ich kenne Menschen, die würden das aus großem Interesse mitnehmen. Das wundert mich, dass die das hier gelassen haben. Oben war ja alles entkernt, aber jetzt weiß man, wo das ganze entkernte Zeugs ist. Das ist schlimm. Ich weiß das denn hier? Steht eine Lampe. Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst gibt es hier, glaube ich, wirklich einen. BMA-Feuer. Nee, hier brennt es gerade nicht. Aber hier steht eine Lampe. Große Lampe. Funktionieren tut die auch noch. Ich schau mal, inwiefern ich mich hier zeigen kann, ohne dass ich gesehen werde. Da steht ein anderes Poloch. Ah, hier liegt eine Warnweste, stehen irgendwelche Sachen rum, Gummistiefel. Putzmittel, da ist ein Skelett, eine Wirbelsäule. Werkzeug. Irgendwo hier draußen müsste noch eine Überwachungskammer stehen. Hier teures Bosch-Werkzeug. Da steht Heiko. Ich sehe Heiko. Heiko. Heiko, schau mal. Nach rechts. Nach rechts. Heiko, schau mal nach rechts. Ja, hab ich schon gesehen. Alter, Leute. Luxuriöser Speisesaal, nur ich habe die falsche Tür genommen. Ich bin ein Idiot. So, Kamera steht da. Akku ist gerade leer gegangen. Ich bin zu faul, meinen neuen reinzumachen. Da ist ein Opa, der mich sehen kann. Der wird mich auch sehen. Scheiße da. Seht ihr ihn? Ich auch. Ja, und ich werde mich jetzt hier rausmachen. Ja, nochmal der Speisesaal. Und wir sehen uns gleich im Auto wieder.
Mann, ich bin draußen. So, Sektensender aus. Ich sitze in Heikos Auto jetzt. Das habt ihr ja gesehen, wie ich eingestiegen bin, glaube ich. Ja, wir sind jetzt hier an irgendeiner Tankstelle. Grüße gehen raus an Shell Car Wash. Wir sind jetzt hier. War es das soweit mit dem Video? Mal wieder ein geschlossenes Place. Ein ziemlich geiler geschlossenes Place. Die Klinik hat mir wirklich sehr gefallen. Hat einen besonderen Charme gehabt. Und sonst würde ich halt sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.